Alter! Schockt's mich nicht immer so, ey. Das war jetzt schon ein paar Mal richtig fucking knapp. Tja, wo es nicht runtergehen kannst, gell? Zu blöd für dich. Ah, ist abgedreht. Unser Vogel fliegt auf Reserve. Kann sein, dass wir abbrechen müssen. Ich blockiere seine Spur und bremse ihn auf. Tu das. Er rast durch den Park. Über die Wanderwege. Und jetzt tschüss bitte. Oh, schönes Ding. Aber wieso kommt da immer noch ein paar durch? Check das nicht. Mein Wagen ist erledigt. Ich gebe auf und zieh mich zurück. Würde ich auch machen, wenn das Auto kaputt ist. Er hat alle ausgeschaltet. Hier ist keine Einheit mehr. Außer mir. Haltet durch! Einheiten sammeln sich an eurer Position. Sind nur noch ein paar Meilen von euch entfernt und müssen in 60 Sekunden da sein. Da hinten ist noch hinter mir ist noch einer. Bravo 28, haltet durch! Ich bin direkt hinter euch. Sierra 1, ich bin direkt dahinter. Ich muss die Scheiße loswerden. Bitte jetzt. Hin. Alle Einheiten, ich hab ihn. Komm schon, du kleiner Scheißkerl, verpiss dich. Jawohl. Okay. Ich würde sagen, ich fahr zu dem da. Jawohl. Das ist mir ziemlich egal. Das glaubst alle du Einheiten nicht. Der Kurzweiterfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Norden auf dem Kreuz Camden. Einsatz lokalisiert. Gehe wieder auf Kurz ein. Er lässt sich zurückfallen. Aufpassen. Vielleicht will er umkehren. Dankeschön. Oh. Wenn wir das haben, dann haben wir schon die 10 Millionen Marke. Und finish. Yes. 10 Millionen. Ey. Und vor allem, wir bekommen dann noch mehr dazu, weil wir dann noch die Meilensteine dafür holen müssen. Boah. Ja. Also für Nummer 1 haben wir auf alle Fälle schon mal das Kopfgeld. That's for sure. Und uns geht jetzt noch, glaube ich, ein Rennen ab. Schauen wir nochmal. 8 Rennen Bombe und 7 Hammer. Genau. Dann fahren wir doch noch das eine Rennen hier. Ist zum Glück nicht lang. Das heißt, es dürfte relativ schnell gehen. Bin mal gespannt. Das sind viele Radarstationen. Ah, das dürfte ich gewonnen haben, ja. Bin ich auch gut vorbeigekommen. Ist auch meine gewesen, ja. Dürfte das da unten auch kein Problem sein für mich. Ja, nur außer sie sind eigentlich eine bescheuerte Kurve. Achtung!
vom Stadtbezirk. Ja, 34, das ist sowas von meine. Beschreibungen passen auf gesuchte Fahrer. Wurden soeben gesichtet in nördlicher Richtung auf dem Highway Chillover. Einheiten im Zielgebiet ohne Priorität bitte melden und zum Einsatzort begeben. Stufe 5 Autos haben keine Prioritäten, sonst. Lonely, loud. Fuck. Was haben die anderen, haben sich alle abgeschossen? Willst du mich verarschen? Geil. Okay. Dann ist das ein angenehmes Rennen für mich, solange keine Polizei kommt. Ah, nicht so krass immer hier. So, 24 ist okay und jetzt kommen die Bullen. Natürlich. Auf dem letzten nicht mal mehr. 20%. Oder doch nicht mehr? Doch. Ey, ihr seid solche Arschlöcher. Ihr seid solche Arschlöcher. Ehrlich. Das ist so zum Kotzen. Cool. Den Sektor abriegeln! Schickt alle Einheiten zur Fahndung aus! Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige Richtung. Wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung auf der Camden Tunnel Road. Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors. Übermittlung der Zielposition über das GPS. Aktuelle Infos folgen. Charlie 15. Ja, wo ist denn das jetzt? 1073 südöstlich von letzter 20 des Verdächtigen aufgebaut. Zentrale, hier passt ein Verdächtiger auf die Code 6 Beschreibung. Überprüfen ihn gerade. 1010. Möglicher Verdächtiger ist sauber. Oh, das halt so. Sehr gut. Jetzt kann die Nachricht kommen. Okay, es ist soweit. Nummer 2 der Blacklist ist in Reichweite. Toru wartet auf deinen Anruf. Der Typ fährt mit McLaren. Muss ich noch was sagen? Mach ihn fertig. Sicher doch. Oh, sorry, kein Tor mehr. Na gut, dann haben wir die Scheiße auch. Und jetzt schauen wir mal, was der will. Zählt 4 Rennen. Nur 3, ein Rundkurs, 2 Sprints. Ja, das ist doch einiges. Und aus diesem Grund würde ich mal sagen, machen wir denn das nächste Mal fertig. Und dann packen wir uns die Scheiße an, diesen Kackeraser. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, schauen wir mal kurz, was, ob die anderen auch alle 5 haben. Nee. Ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen spazieren. Oder ja, ich würde schon fast sagen. Oh. Sachte, mein Freund. So war das absolut nicht geplant. Aber es geht ja das dennoch. Schaut zwar scheiße aus, aber es funktioniert. Fuck. So langsam.
Ich würde sagen, wir holen uns unseren Porsche noch. Wobei uns der halt dann wirklich alles rausreißt. Danach sind wir sowas von pleite. Vielleicht sollen wir uns auch den nehmen. Weil ich glaube nicht, dass wir uns noch beide leisten können. 280 sind wir bei 3. Ich meine, allein wenn wir uns den kaufen, den anderen, sind wir schon bei fast 600.000. Bei 55 dürfte man sein. Dann ist aber noch nichts ausgerüstet. Okay, machen wir es so. Ich werde kein Auto kaufen. Ich überlasse euch die Entscheidung. Ihr dürft unten in die Kommentare schreiben, ob wir uns den Carrera GT kaufen sollen oder ob wir uns den Ford GT kaufen sollen. Also es ist auf alle Fälle beides mal ein GT. Ob es jetzt ein Porsche ist oder ein Ford, dürft ihr euch aussuchen. In den Kommentaren einfach reinschreiben, was euch lieber ist. Das kaufe ich dann und rüste es voll aus. Und ja, schauen wir mal, oder? Würde ich sagen. Gut, ey, wir haben doch einen Aston Martin, oder? Haben wir nicht einen Aston Martin? Ich dachte, den hätten wir mal gewonnen, kann das sein? Ja, wir haben einen Aston Martin. Wahrscheinlich noch keinen einzigen Kilometer drauf. Fahren wir mal kurz mit dem. Ich glaube, mit dem habe ich noch nicht mal Leistungstraining gemacht. Genau. Okay. Wobei der auch ganz gut abgeht eigentlich. Aber halt im Vergleich zum Lambo eine schreckliche langsame Karre ist. Ist leider so. Ja, bis der mal auf 300 oben ist. Brauche ich ja für Nitro dafür. Aber ansonsten auch schon tut er geil. Ja. Auch schon tut er geil, aber zum Fahren ist er eine Katastrophe. Liegt einfach zu viel. Ja, so ist das. So ist das mit den Webern. Wagenauswahl. Gehen wir wieder zurück zu unserem neuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Rotenkrebs Grimm sagt Servus für diese Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ciao.